Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Mist Survival. So, was werden wir denn heute machen? Wir wollen heute Federn. Wir haben keine Federn. Gut. Ändert nichts. Wir brauchen Federn. So, das nehmen wir mal raus. Federn. Stöckchen und Federn. So, es passiert uns ja nichts. Wir machen eine kleine Federnrunde. Bei Federn muss ich an unsere Hühner denken, die spawnen. Und keiner weiß, warum. Aber ein Ei liegt noch da. Gut. Heiß Gott. So. Ich will da drüber. So, wir laufen mal da in den Wald. Und schauen mal, was wir finden. Ein Stöckchen. Feder. Wie viele Federn brauchen wir eigentlich für einen Pfeil? Waren das drei? Wir wissen es nicht. So. Ich meine, so immens. Oh, eine Heidelbeere. Das ist was ganz Feines. So. Stöckchen auch gut. Lieber wäre mir jetzt Feder. Und ich weiß auch schon, wie ich jetzt zur Feder komme. Nachdem Bobby mir immer despawnt, will er offenbar nicht bei mir bleiben. Ja, dann wird ihn ein anderes Schicksal ereilen. Ich wollte ihm ein Zuhause geben. Er will ja nicht. So, Feder ist gut. Feder ist gut. Ja, jetzt kriege ich natürlich als Loot Federn. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich Bobby erlege. So, Bobby. So, das war Bobby. So, Hauptsache ich kriege meinen Pfeil wieder. So, haben wir noch einen? Ich wollte ja unbedingt das Gras wieder einstellen. Moment. Wo war denn das? Hier. Genau, weil es einfach echt besser so aussieht, aber ich will ja die Federn. Das sieht echt cool aus. Ja, hilft aber nichts. Wie cool auch immer es aussieht, ich will die Federn haben. So. Super. Ja, man sieht auch gleich mehr. Auch wenn das andere besser aussieht. Aber wir müssen ja am Boden suchen. So, Bobby? 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 Da. So. Hunting Bobby. So, ein Schuss, ein Treffer. Das war Bobbys Ende. So, Hauptsache mein Pfeil kommt mit. So. Ich höre noch. Bobby? 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 So. Wir haben drei Hühnchen. Das muss vorerst mal reichen. Dann laufen wir zurück. Die werden wir uns auch gleich auf den... Wird's da neblig? Oder ist das dieser Moment? 8.50 Uhr. Dieser Vormittagsdunst. Der Dunst, der sich übers Gelände legt. So. Super. Ein Ästchen noch mitgenommen. Eine Heidelbeere. So, sehr gut. So, dann geht's auf zum Bobby-Grillen. Ich hätte Bobby ja gerne eingesperrt, aber wenn sie immer die spawnen, was soll ich denn tun? Ich tue mein Bestes. Nein, später. So. Hi Scott, hi Kate. So, dann werden wir mal da reingehen. So, wie sieht's aus? Harvest. So, 5, 2, 6, okay, das ist... Ach, geht sich alles aus. So, wir harvesten Bobby. Bobby wird geharvestet. So, super.
Jetzt ist Nebel. Jetzt, wo ich gerade. Ah, ich bin gerade am Kochen, Jungs. So, das, das. Und das. Und das. So, dann zünde ich das noch an. Ach ja. Ohne Holz wird schwierig. So. Ja, das wird jetzt auch schwierig. So. Jetzt ist besser. Da, 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 da. Dabei hätte ich echt keine Lust jetzt zum Zombies bekämpfen. So, dann kann das mal gut rendern. Ich werde auch was trinken. So, drink until enough. So, dann legen wir hier auf den Grillstand, legen wir mal die Fleischkeulchen, vier Keulchen von einem Hühnchen. So, da glaube ich ist der Brandbeschleuniger drin. Nein, wo haben wir denn den? Haben wir den in der Garage? Brandbeschleuniger? Haben wir nicht, aber da legt man hinein. Zum Benzin. Ist ja eine gute Sache. So. Dann holen wir uns Holz. So, eins, zwei muss vorerst mal reichen. So, das machen wir. Verarbeiten wir zu Brennholz. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt total viel kämpfen. Super. So, ich möchte gerne die Pfeile machen und dann das Banditencamp ausheben. So. Gut. So, Campfire. Nehmen wir das mal rein. Ignite. 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 Ja. Danke. So, das werden wir jetzt essen. So. Sehr gut. Alles verkohlt, alles verbrannt. Super. So, das legen wir hinein. Dann. Das macht sich gut im Kühlschrank. So, jetzt werden wir noch harvesten, Bobby. Harvesten. Ah, das ist gut. Bobby muss geharvestet werden. Und wir bekommen 7 Federn. Hallo? Aber das spawnt doch keine Herrinnen. Sag doch sowas nicht. Hi, Kate. So, dann kommt hier noch Fett hinein. So, das ist gut. Wir haben hier am Grillstand. Legen wir da Hühnchen auf. Die sind sehr schnell durch, finde ich. Glaube ich, hoffe ich. Na, komm. Hallo, Hühnchen. Ja, naja, mit Medium können wir es drinnen lassen noch. So. Eins noch. Eins noch. Eine Stufe noch. Los! So, dann haben wir ihn, ihn, ihn und ihn. So, einen Bobby haben wir noch zum Harvesten. Na, komm. Gibst du mir der Fleisch? Los! Los! Komm, ich bin aufgeregt. Ich will das Fleisch haben. So, eins essen wir gleich. Super. Bekömmliches Hühnerfleisch. So, das legen wir da dazu. Dann haben wir einmal das kaputte, also kaputte, aber verbrannte. Und das Gute haben wir auch. So, wir wollen Stöckchen machen. So. Können wir natürlich wieder nicht delegieren. Ist aber so. So, wir machen gleich 28 Craft. Ich weiß ja nicht, wie viele wir dann wirklich im Endeffekt brauchen. Ich mach mal. Schaden kann es ja nicht. So, dann stelle ich mich hierher.
Und wir machen 5. Scott, mach mal was. Na, ich bin ge- Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Scott arbeitet. Das habe ich nicht bedacht. Scott arbeitet. Oh, Entschuldigung. Was genau? Na, egal. So, dann würde ich sagen, wir harvesten Bobby. So, wir haben auch den Zaun jetzt getestet. Er ist sicher. So, was, du bist schon fertig? Bobby, du bist der Hammer. So. Bobby Fleisch kommt auf den Stand. Ja, genau. Hier, hier, hier und hier. Und wir haben schon wieder kein Feuerholz. So, so und so. So, wir machen alle drei und den Rest legen wir dann wieder in den Kasten. So, hier. Wobei so viel ist ja nicht. Das wäre jetzt auch das Feuerholz zu delegieren, das wäre jetzt heiß, Gott. So. Wir machen das aber mit der Hälfte. Ignite. Ignite. So, die Kohle nehmen wir raus. Das Feuerholz kommt dann in den Kasten, die Stöckchen, das ist gut so. So, da haben wir noch eine Feder. Wie sieht's aus? Medium ist es schon. Das Messer ist auch schon ziemlich abgenutzt. Ja, das macht aber nichts. Wir haben ja noch. Wir haben noch genug Messer in Reserve. So. Jetzt würde ich sagen, holen wir das Fleisch aus dem Ofen. So. Und verspeisen ein paar Heidelbeeren. Sehr gut. So, wenn die Munition fertig ist, nehmen wir das andere Banditencamp aus und dann die Bohrstation. Und nach der Bohrstation. Ich muss ja nicht immer gleich was essen, wenn ich was sehe. So, und nach der Bohrstation. Moment, wie geht's mir eigentlich? Ja, ich leg das alles da rein. So. Alles gut. So, und nach der Bohrstation gehen wir in die Stadt. So, wie sieht's hier aus? Okay, du hast die 5 gebaut, das ist fein, da freue ich mich auch. Dann bauen wir noch 3. Bei die 5, das hast du gut gemacht. So. Holz kommt wieder in den Kasten, haben wir gesagt. Da, 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 da. So, finde Sachen. Die Feder. So, da haben wir noch Stöckchen. Sehr gut. So. Ja, ist nicht viel. Wie sieht es da mit den Rändern aus? So. Da haben wir schon Kohle. Im Töpfchen. 1,2, das geht. So, da haben wir einiges. Das werden wir in die Garage räumen zum Benzin. So, und hier unten haben wir noch Kohle. Super. So. Läuft gut, läuft gut. So. Hinein mit dir. Da, 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 da. So, und zwar die Tokarev und so, Shotgun. Kate, Kate, ich habe da was für dich. So, und dann? Warum nicht? Du, 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 du. So. Kate, das kannst du nachher gleich machen. Ja, ich lass dich schon her. Ist ja gut. So, die Kohle. Hier noch. Sehr schön. Der Kohlekasten. So, da. Moment. Ich werde aber vorher noch nachsehen. Und zwar haben wir gemacht, für die Tokarev. Ich hätte noch gern.
Weißt du was? Ich mache von allen welche. Ja, ich mache von allen welche. So, wenn wir genug Eisen haben, natürlich. Ja. Hier, Ironore. So, Zink brauchen wir vorerst keines. Das Gold ist gut, das halten wir noch. So. So, super. Das müssen wir so reinlegen. Dann haben wir noch ihn hier. So, die brauchen wir. So, da sind die hier. So. Wir brauchen auch einen neuen Mörser. Den Mörser. So, Hülsen. Nämlich. Ja. So, dann will ich davon. So. Und zwar Scott, Kate, Scott. Und wir schauen einfach mal. So, den 9 mm. Ja, wir lassen das vorerst mal. So, Kate, bauch ruhig. Ist gut. Mach mal. So, hier haben wir noch. Hier haben wir noch. Ja, da können wir echt viel Munition machen. Gut. So, dann haben wir das hier rein und freuen uns darüber. Equipment open, los geht's. Tolle neue Pfeile. So, so. Ja, super. Ist das schön. Ich kann den Sonnenaufgang beobachten. Und meine Leute, sie arbeiten. Aber ich bin zufrieden, wir haben eine schöne Base. So. Ja, alles gut. So, dann holen wir uns ein Fleisch, bevor es kaputt ist. Das kaputte Fleisch. So und so. So, das werden wir essen. Wir haben Wasser nachzufüllen, dann zu schauen, wie die Munitionsproduktion läuft. Heißt gerade. So, dann füllen wir mal das Wasser nach. Hier. So. Ja, ich weiß, zuerst und dann das hier. So. Hätte ich natürlich zuerst ganz austrinken können und dann nachfüllen. War aber nicht so. So. Du renderst noch brav. Ja, es renderte. So. Jetzt könnte man, bevor es Nacht wird, noch Beeren rendern. Auch eine feine Sache. So. Aber wir legen uns einmal hin. Ach, die Nacht im eigenen Bett. Die nächsten Nächte werden sowieso anstrengend. So. Wir schlafen mal. So. Hey, fast schon 60 Tage. So. Aufstehen. Gleich mal Fleisch in den Hals stopfen. Und nachtrinken. Super. Und weiter schlafen. So macht jeder, was er kann. So. Das heißt, am frühen Morgen brechen wir auf. Super. Ja. Nein, ich schaue nicht. So, was haben wir hier? Okay. Gut, zumindest hat er Streichhölzer weitergebaut. Nein, nicht nach unten sehen. Nicht Kate beim Schlafen zusehen. Das macht man nicht. So, wie sieht's bei dir? Oh, ja, Kate, du bist super. So, fühle ich mich wohl. Wir brauchen ein Messerchen. Da, 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 da. So, das hier tauschen wir mit dem hier und haben ein kaputtes Messer hier drin. Super. So, dann würde ich sagen, genau das ist das Folgenende. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.